Ich bin's, Noah. Ich lebe in Evergreen Harbor und endlich kann ich mich für die Natur und unsere Umwelt einsetzen. Und heute dürft ihr mich dabei begleiten. Hier sind wir nun bei unserem Noah in Evergreen Harbor und wie wir sehr gut sehen können, mittlerweile ist er schon wirklich ein Yoga-Profi geworden. Den Beginn von diesem Part werden wir nun mit ihm verbringen. Er lebt nun hier in Evergreen Harbor in dieser Wohnung. Noch ist es ziemlich bescheiden eingerichtet und falls sich jemand fragt, wie er sich das leisten kann, nicht vergessen, seine Großeltern haben ihm und all seinen Geschwistern immerhin Geld vererbt. Und schon bekommen wir Besuch. Hey Nachbar, möchtest du erfahren, wie du etwas verändern kannst? Da unser Noah ja Umweltschützer werden will, werden wir gleich mal mit ihr sprechen und sie wird uns etwas über umweltfreundliche Aktionspläne erzählen. Er hat übrigens auch schon einen Job und zwar ist er Naturwildhaber und ist in der Umweltschützerkarriere. Sie hat ihm kurz irgendwas erklärt und ist dann aber direkt auch wieder abgehauen. Wow, absolut großartig, das war ein gutes Gespräch. Wir reisen mit ihm nun aber zum Wellnesscenter hier in Evergreen Harbor, denn Noah möchte ja nicht nur Umweltschützer werden, sondern auch Selbstpflegespezialist. Das heißt, er möchte Yoga unterrichten und Pediküre und Maniküre und alles, was eben zur Selbstpflege dazu gehört. Bei seinem Bestreben sind wir noch ziemlich am Anfang, aber wir können ja einfach mal beginnen, uns darum zu kümmern. Als erstes bietet er mal einen Yogakurs für alle Beteiligten an, und zwar einen familienfreundlichen. Ich weiß zwar nicht, was ein nicht familienfreundlicher Yogakurs ist, aber okay. Oh, wie traurig! Der Yogakurs von Noah wurde abgesagt, weil niemand teilnehmen wollte. Genau das ist uns letztens auch im Stream passiert. Denn übrigens, falls du noch nicht genug von meinen Let's Plays hast, ich habe nun einen Stream-Kanal, wo ich meine Streams im Nachhinein geschnitten hochlade. Wir spielen dort aktuell zwei verschiedene Let's Plays und es kommen auch wöchentlich zweimal Videos auf diesem Kanal. Schau sehr gerne vorbei, ich würde mich sehr freuen. Wenn es mit dem Yoga schon nichts geworden ist, dann kann er hier oben ja mal eine Massage anbieten. Ich hoffe, wenigstens irgendein Sim will von uns massiert werden. Oh, wie cool. Snow ist einfach vorbeigekommen und er massiert sie nicht. Das ist ein seltsamer Bug. Aber wir sagen einfach, er hat sie massiert und dann ging sie glücklich und zufrieden wieder nach Hause. Noah ist gerade wieder zu Hause angekommen und hier steht gerade seine Nachbarin vor ihrer Tür, die liebe Regan. Bei der werden wir uns einfach gleich mal freundlich vorstellen. Oh, die ist ja voll cute. Und ich glaube, sie steht direkt auf ihn. Ja, Regan steht auf unseren Noah. Das ist ja richtig, richtig cute. Unser Noah wird gleich mal Fotos teilen und einfach von seiner Herkunft erzählen. Vermutlich labert er sie einfach gleich zu und sagt, Hi, ich bin Noah, ich komme aus Windenburg. Ich habe 6 Geschwister und ich liebe hier in Evergreen Harbor das sonnige Wetter. Und dass sich alle so für die Umwelt interessieren. Es ist einfach alles so unglaublich toll. Ich fühle mich hier so unglaublich wohl. Dann wird er Umweltbewusstsein verbreiten. Und dann können wir ja gleich auch mal nach ihren Interessen fragen. Und einige Stunden später sitzen die beiden nun in Regans Wohnung und unterhalten sich einfach noch immer. Sie verstehen sich wirklich unglaublich gut. Sie sind mittlerweile gute Freunde geworden. Und so langsam merkt Noah auch, dass er sich mehr als nur freundschaftlich für sie interessiert. Deshalb wird er mal versuchen, sie anzuflirten. Wir wissen ja, dass sie an ihm interessiert ist, aber für ihn ist das natürlich ein großer Schritt. Und sie hat mitgemacht. Sie fand es gut, dass er sich das getraut hat. Dann wird er ihr gleich mal eine schlüpfrige Frage stellen. Dann wird er ihr nochmal sagen, dass sie gut aussieht. Und die beiden haben eine romantische Leiste. Und sie flirten einfach immer und immer weiter. Sie verstehen sich wirklich richtig, richtig gut. Ich finde das voll perfekt, dass sie einfach zufällig nebenan wohnt und dass sie sich gleich so gut verstehen. So wissen wir zumindest, dass unser Noah hier in Evergreen Harbor in guten Händen ist. Es stimmt, was alle sagen. Sobald man Kinder hat, zieht das Leben nur so an einem vorbei. Es gibt immer was zu tun. Heute heißt es, eine Torte backen. Denn meine Drillinge haben Geburtstag und wir feiern eine große Party. Alle sind eingeladen.
Alles Gute zum Geburtstag, Cinderella! Weil wir gestern ja bei Noah waren, hätten wir fast Cinders Geburtstag verpasst. Gerade rechtzeitig sind wir noch gekommen und sie wird ein vorsichtiges Kind. Und hier schwebt unsere zuckersüße Cinder. Zum Namen Cinder hat mich ein Kommentar von der lieben Miriam inspiriert. Und zwar hat sie geschrieben, Cinderella heißt laut dem Märchen eigentlich nur Ella. Der Vorsatz Cinder bedeutet so etwas wie Asche oder Schmutz. Und weil ihre Stiefschwestern sie immer als schmutzige Ella beschimpft haben, wurde daraus Cinderella. Und wir machen hier gemeinsam aus diesem negativen Vorsatz etwas Schönes und nennen unsere Hauptperson einfach Cinder. Snow wird einmal ein wenig mit ihrer kleinen Tochter sprechen und dann werden die beiden zusammen Kuckuck spielen. Und dann legen wir sie aber wieder zurück ins Gitterbett, denn heute findet eine große Party statt. Und unsere Snow muss sich dafür natürlich noch vorbereiten. Sie wird dann einmal schnell baden. Und dann wird sie eine Partygröße Mini-Wedgie-Burger zubereiten. Die Schokotorte steht hier auch schon bereit. Und unser Christopher kann es anscheinend gar nicht abwarten, dass die Party endlich startet. Nun haben wir 3 Stunden später und die Party kann losgehen. Unsere Gäste sind Naveen, Damon und Noah. Und die sind hoffentlich schon auf dem Weg. Unser Noah trudelt gerade ein, in seinem Party-Outfit sogar. Snow wird gleich mal hingehen und wird ihren Sohn liebevoll umarmen. Und Naveen und Damon sind auch gerade hergekommen. Aber natürlich wird Snow erstmal Noah fragen, wie es ihm so geht. Wie läuft es denn in Evergreen Harbor? Wie geht es dir mit deinem neuen Job? Ist alles in Ordnung? War es wirklich die richtige Entscheidung, dass du schon ausziehst? Denn natürlich, wie die meisten Mütter, hätte auch Snow am liebsten, dass ihre Kinder ewig bei ihr leben. Dann wird sie ihm zum neuen Job gratulieren und ihm einfach grundsätzlich ein Kompliment machen und sagen, dass er gut aussieht und dass sie so stolz auf ihn ist, wie er sich entwickelt hat. Und dann wird sie natürlich auch noch Damon umarmen. Und hier oben im Badezimmer haben wir unseren Naveen. Den kann sie auch gleich mal liebevoll umarmen. Oh nein, unser Adam hatte in der letzten Pause niemanden, der mit ihm spielen wollte. Ich bin allein rumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich dann tun? Im vorletzten Part waren wir mit den Drillingen ja in der Schule und Adam hat nur sehr schwer Anschluss gefunden. Seine Geschwister haben sich gefühlt mit allen ihren Mitschülern und Mitschülerinnen angefreundet und Adam hat hauptsächlich gelernt. Ich könnte mir vorstellen, dass Snow bemerkt hat, dass er sich ein bisschen schwer tut mit Gleichaltrigen und deshalb wird sie ihn dazu ermutigen, alleine zu spielen. Denn es ist nicht schlimm, wenn man allein spielt und es kann eben sein, dass man in einer Klasse ist, wo man sich nicht so wohl fühlt und das ist in Ordnung, das passiert eben. Und genau das wird sie ihrem Sohn klar machen. Und wer weiß, möglicherweise wird das bei Adam ja auch in der Highschool besser. Jetzt ist es aber an der Zeit, dass Snow all ihre Kinder zum Essen ruft und dann kann der erste der Drillinge schon die Kerzen auspusten. Oh, Snow hat nun Erziehungslevel 10 erreicht. Oh mein Gott, wie toll ist denn das? Denn damit wir die Challenge abschließen, müssen wir für Snow ja auch noch einige Dinge abschließen. Wir haben bereits geschafft, erstens unseren Seelenverwandten finden und heiraten, zweitens 7 Kinder bekommen und jeder braucht ein negatives Merkmal, drittens die böse Königin meiden, viertens die Erziehungsfähigkeit maximieren und fünftens unser jüngstes Kind muss Cinderella sein. Das Einzige, was wir noch nicht geschafft haben, ist unsere Singfähigkeit maximieren. Aber ich glaube, auch da sind wir schon ziemlich kurz davor, denn wir sind einfach schon auf Level 8. Aber damit gehen natürlich nicht nur gute Sachen einher, denn das bedeutet, dass unsere erste Generation bald endet und auch Snow bald verenden wird. Daran möchte ich jetzt aber noch gar nicht denken. Unser Adam wird jetzt erstmal älter werden. Alles Gute zum Geburtstag, Adam! Für unseren Adam hat der liebe Rico in den Kommentaren Folgendes vorgeschlagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einer der Drillinge so ein bisschen ein Klischee als Teen werden könnte und sich von Jungs romantisch angezogen fühlt. Wäre auf jeden Fall süß und würde auch total in unsere Zeit passen. Vielleicht Adam, der süße Nerd. Und das können wir natürlich sehr, sehr gerne machen. Aber vorerst brauchen wir natürlich erstmal ein zweites Merkmal. Und weil Adam eben unser süßer Nerd ist, geben wir ihm natürlich Geek. Und als Bestreben bekommt er Wissen, er wäre gern ein Nerdhirn. Nun hat unser Tayo Geburtstag. Tayo ist happy und genau aus diesem Grund hatte ich keine Idee für ein negatives Merkmal.
Aber wie immer, auf euch ist Verlass und die liebe Rina hat vorgeschlagen, Tayo könnte doch als negatives Merkmal selbstsüchtig bekommen. Einen fröhlichen, ich-bezogenen Sim sieht man auch nicht oft. Und da hat Rina absolut recht, deshalb geben wir Tayo selbstsüchtig. Und weil er eben ein kleines bisschen ich-bezogen ist, wünscht er sich, dass er eine weltbekannte Berühmtheit wird. Ob er das schafft oder nicht, das steht natürlich noch in den Sternen. Und zum Abschluss heißt es noch, alles Gute zum Geburtstag, lieber Christopher. Christopher ist Dopey, ein spinnender Tollpatsch, der sich aber gerne kreativ ausleben möchte und gerne Profi-Schauspieler wäre. Und er kann auch gleich mal den Kuchen anschneiden. Falls übrigens irgendjemand von euch eine andere Idee hat, in welche Richtung die Drillinge sich entwickeln sollen, könnt ihr mir gern Vorschläge für andere Bestreben oder andere Lebenswege immer gern in die Kommentare schreiben. Und so sehen unsere Drillinge als Teenager aus. Hier ist unser zuckersüßer Adam, der natürlich noch immer eine Brille trägt und wie auch als Kind ist er eher schlicht gekleidet. Sehr viele dunkle Farben, hauptsächlich schwarz, damit er ja nicht zu sehr auffällt. Unser Tayo wäre ja gerne ein Star, aber womit er eigentlich berühmt werden will, das weiß er noch nicht und das spiegelt sich auch ziemlich in seinen Outfits wider. Es ist eine wilde Mischung aus allem, aber auch nicht so wirklich. Deshalb, wenn ihr eine Idee habt, in welche Richtung er sich entwickeln soll, schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare. Und nun kommen wir zu meinem Liebling der Drillinge, unser Christopher. Christopher möchte auffallen. Er trägt, was er möchte. Und seiner Kreativität sind hierbei auch gar keine Grenzen gesetzt. Er möchte Schauspieler werden und will hierbei auch ganz groß hinaus. Und was soll ich sagen, mit seinen Outfits geht er da definitiv schon mal in die richtige Richtung. Und hier haben wir unsere Cinder. Was meint ihr, sollen wir uns bei ihrem Aussehen an Cinderella orientieren? Also, dass sie ihre Haare blond färbt und eben dieses typische blaue Cinderella-Kleid trägt? Oder wie habt ihr euch das Ganze vorgestellt? Und während die Familie Parker noch die Geburtstagsfeier ausklingen lässt, schauen wir mal bei Serena vorbei. Ich habe viel recherchiert. Snow lebt ganz in der Nähe von mir. Sie hat 7 Kinder und ist noch immer mit Oliver verheiratet. Eigentlich hätte Oliver mein sein sollen. Und wisst ihr was? Das wird er auch. Nevia und ich werden bald zuschlagen. Und diesmal wird es funktionieren.